sind wir. Aber man kann keine Farbe oder Guten Tag. Wer bist du denn? Ja, ich könnte dich definitiv malen. Aber nein. Keine Ablenkungen. Vor allem, wenn ich mein großartigstes Werk vollenden will. Dein größtes Werk? Was ist das denn? Ein großes Fresko, mein Meisterstück. Ein Gemälde von epischen Proportionen, das die Welt noch nicht zu sehen bereit ist. Aber ich kann es nicht vollenden. Ich habe nicht die richtige Schattierung. Rot. Rot? Rot? Ja. Das roteste Rot. Ich brauche es unbedingt und alles, was diese Dämonen. Ja, kann ich dir besorgen, Bruder. Kein Problem. Ist ein blasser Scherz. Ohne das roteste Rot wird mein Projekt unvollendet bleiben. Und meine Kunst wird nicht den Ausdruck finden, den sie benötigt. Natürlich, wenn ich rankäme an. Aber nein, das ist eine völlig verrückte Idee. Sie lässt mich erschauern. Erschauern? Spuck's schon aus. Du, meine Güte. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Ich muss zugeben, ich habe bereits heimlich experimentiert. Und was ich brauche, ist Blut von Infizierten. Aber nicht irgendwelchen Infizierten. Oh nö. Allein das Blut eines Unholds kann mir das wahre, tiefe Rot schenken, das ich brauche. Vom Unhold? Ich habe in einem gewissen Gebiet diesen einen bestimmten Unhold beobachtet und habe angefangen, Rotwein für ihn zum Trinken dazulassen. Wein sollte seinem Blut eine noch intensivere Farbe verleihen. Er wird ziemlich aggressiv, nachdem er den Wein getrunken hat. Glaubst du, dass du in der Lage bist, mir das Blut der Kreatur zu bringen? Ja, klingt können wir machen, nicht. Klar. Dann kein Problem. Geh, komm zurück, wenn du sein Blut ergattert hast. Okay. Gut, machen wir. Neue Nebenquest, das roteste Rot. Töten Sie den von Andy genannten Unhold. Unhold, wo ist denn der? Ich guck mal kurz. Ach, der ist hier gleich um die Ecke. Das ist ja easy. Also, ne? Ob das wirklich so easy ist, das werden wir gleich sehen. Aber wir wissen ja, mit unserem Bogen haben wir eigentlich immer gute Chancen. So, wo ist er? Da unten ist er. Das ist der Unhold. Ich gehe mal kurz, ich nehme mal kurz meinen Bogen. Und dann rotze ich mal ein bisschen ruf. Oh, der ist ja gleich hin, Alter. Und dann, das ging ja schnell. Null. Schnell zur Mission der Welt! So, Unhold. Okay, Pfeil nehmen wir mit. Ich guck mal kurz da, was da los ist. Weil da ist irgendwie so ein Symbol. Alright, dann gehen wir wieder zurück. Zieh dich hoch. So, wo ist der Typ? Da oben, ne? Wie komme ich denn da wieder hoch? Gibt es hier auch irgendwie so ein Seilding? Das ist nochmal so ein. Hat er nicht gemacht, Alter. Hat er nicht gemacht. Tja, da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt wieder da hochkommen. Klettern. Klettern wahrscheinlich. Na? So. Aber ich glaube, das reicht immer noch nicht, ne? Aber das macht nichts, weil wir können darüber jumpen. Oh Gott, jetzt bin ich hier wieder. Hopp. Also manchmal verstehe ich es echt nicht, wie man so einen Scheiß machen kann hier.
So. Nein! Nein! Alter, ich dachte, ich wäre jetzt so drauf. Aber ich habe keine Energie mehr. Oh, wie komme ich denn da hoch jetzt, ey? So blöd schon wieder. Wir müssen ganz nach oben. Guck mal hier, wir nehmen einfach den Lift. Und tschüss. Einmal nach oben, bitte. So, Freundchen. Ich hab dein Zeug besorgt. Hier. Sieh mal, was ich dabei habe. Du liebe Güte. Ist es von meinem Unhold? Mhm. Lass mal sehen. Ja, hier, guck. Pilger, du kannst dir auf die Schulter klopfen, denn du hast deinen Teil, wie klein er auch sein mag, zur Geschichte der Kunst beigetragen. Geh nun. Ich muss mich darauf konzentrieren, das eine Rot zu schaffen, das die Welt zu sehen verlangt. Und ein Fresko malen, das sie für immer verändern wird. Wenn du später wiederkommst, wirst du es vielleicht sehen. Oh, vielleicht kannst du das hier gebrauchen. Was hast du denn da für mich? Mein älterer Bruder John hat es mir zum Schutz gegeben, aber ich würde mich damit wohl nur selbst umbringen. Mhm. Was ist das? Was habe ich bekommen? Schauen wir mal. Okay, Nebenquest abgeschlossen. Das Rot ist rot und... irgend so eine Waffe, Alter, die ich nicht brauche. Naja, alright. Fertig.